Servus und hallo aus dem Autoladen Dresden und herzlich willkommen zur Fahrzeugpräsentation von diesem Mercedes Vito. Für die Handwerker unter euch, ich persönlich würde mich wahrscheinlich für so ein Fahrzeug entscheiden, A, weil ich ein bisschen nachtblind bin und dementsprechend habt ihr hier die LED-Scheinwerfer mit verbaut. Und dazu, wenn du wirklich den ganzen Tag im Auto sitzt, ist so ein bisschen Komfort, denke ich, nie die schlechteste Wahl. Von der Klima über Sitzheizung, Ledersitze, Tempomat, also hier ist wirklich einiges drin verbaut. Vorne und hinten Parksensoren, das Ganze in einem wunderschönen schwarzen Kleid, wo sicherlich auch eure Werbung auf dem Auto noch einen guten Platz findet, weil ja doch relativ viel Fläche ist. Das Auto ist aus erster Hand. So ein Transporter ist für meinen Geschmack immer ein bisschen benutzter als jetzt ein normaler Familienvan, weil hier steigst du doch mal einmal mehr ein und aus, hast mal dreckige Hände und so weiter. Und dementsprechend sieht man sicherlich hier ein paar Gebrauchsspuren dran, aber alles in allem wirkt er trotzdem relativ gepflegt. Also für einen Transporter, denke ich, kann man hier nicht viel verkehrt machen. Der bringt auch alle Sachen mit, die man, denke ich, an so einem Auto braucht. Ob es die Anhängerkupplung ist, die Schwenktüren hinten drin, habt ihr die Vorzoösen, jede Menge Platz, dementsprechend auch hier im Innenraum. Ja, alles in allem, denke ich, macht eine gepflegte Figur. Wir haben auf der rechten Seite die Schiebetür. Hier sind so ein, zwei Dellen dran. Da haben wir jemanden, der uns die noch rausziehen wird, weil das kostet nichts. Und ja, ist für einen Pflegezustand, denke ich, doch für den ersten Eindruck wichtig. Heißt, wenn ihr dann kommt, ist es wahrscheinlich schon erledigt. Mal gucken, wie lange das Auto stehen wird, weil da gibt es nicht viele davon. Dementsprechend, wenn wir das Interesse geweckt haben sollten, dann lasst es uns gern wissen. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da, am Wochenende 10 bis 14 Uhr. Stehen euch mit Rat und Tat zur Seite. Vielleicht wollt ihr hier eine Gebrauchtwagengarantie oder das Auto finanzieren oder euer altes Auto irgendwie in Zahlung geben. Das kriegt ihr bei uns alles aus einer Hand. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.